Amazon plant, die Fahrer permanent durch Video überwachen zu lassen. Zunächst auf jeden Fall mal die Fahrer in den USA. Ist sowas eigentlich in Europa, in Deutschland insbesondere denkbar? Könnte der Konzern das auch hier mit seinen Arbeitnehmern machen? Dazu erfahrt ihr alles Notwendige im heutigen Video. Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und habe ja hier schon sehr häufig über Amazon auch in Deutschland berichtet, über bestimmte Geschäftsgebaren, über die Verhinderung bestimmter Tarifverträge und auch den Umgang mit Betriebsräten bzw. mit Nicht-Betriebsräten. Und jetzt hatten wir ja gerade den Abgang des Chefs, der künftig sich anderen Dingen widmen will, und zwei Tage später kommt die Nachricht, dass Amazon in den USA die permanente Videoüberwachung der Lieferfahrer plant. Natürlich nicht, um die zu kontrollieren. Was denkt ihr denn? Nein, um sie zu schützen natürlich. Zu ihren Gunsten möchte der Konzern das machen. Das ist doch selbstverständlich. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt hier irgendwas anderes gedacht hat. Ja? Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, also es soll KI-gestützte Kameras im Führerhaus der Lieferwagen geben, die den Fahrer permanent filmen, so berichtet es der Standard am 5.2. Und das soll zu seiner Sicherheit natürlich sein und so weiter und so fort. Sobald der Zündschlüssel gedreht wird, beginnen 4 Kameras mit der Aufzeichnung der Umgebung und des Führerhauses, erklärt Amazon in einem Werbevideo für den US-Markt. Dabei betont der Konzern, dass es sich nicht um Überwachung der Arbeitnehmer handelt, nein, natürlich nicht, sondern Sicherheitsvorkehrungen für die. Denn obwohl die Aufzeichnung immer läuft, würde es nur dann zum Upload kommen, wenn Gefahrensituationen erkannt werden. Darunter fällt unter anderem, wenn der Fahrer nicht an einem Stoppschild stehen bleibt, zu schnell fährt, abgelenkt ist oder sich nicht anschnallt. Außerdem soll es den Mitarbeitern möglich sein, auch manuell für das Hochladen der Videos zu sorgen, sollten sie sich bedroht fühlen und so weiter. Audioaufzeichnungen sind nicht geplant. Ja, zunächst mal noch eine kleine Offenlegung. Ihr wisst, dass ich über Amazon hier immer gespalten berichte. Ich bin einerseits einer dieser Idioten, die ihr ganzes Leben schon dort bestellen. Ich sage mal, ich war Gründungsmitglied, ja, ich hasse Einkaufen. Ich kaufe einfach nicht gern ein, und für mich persönlich, es tut mir herzlich leid, aber ich bin um mich herum stehen nur Bücher hier oben im Studio, ja, ich bin also ein Büchernarr, der unendlich viele Bücher kauft, aber ich kaufe nicht beim Händler meines Vertrauens. Die Händler meines Vertrauens haben von dem, was mich interessiert, leider fast immer weniger Ahnung als ich selbst, und das bringt mir nichts, mit denen da zu erzählen. Und ich weiß, welche Bücher ich will, das erfahre ich meistens aus anderen Büchern, weil ich mich immer so weiter vorantaste, viel Biografisches, Historisches, und weiß genau, was ich will. Ich kaufe es gebraucht bei eBay oder ich kaufe es neu, meistens dann bei Amazon. Tut mir leid, ist so. Aber das hindert mich nicht, an Amazon als Arbeitgeber wirklich alles doof zu finden, was ich nur doof finden kann hier. Denn damit, wo die mit in die Presse kommen, das ist eigentlich bisher, was ich gesehen habe, immer nur schrecklich. Ja? Und hier ist es jetzt wieder so eine Situation, die wir uns arbeitsrechtlich in Deutschland mal überlegen müssen. Wie würde das hier gehen? Aus meiner Sicht gar nicht. Warum nicht? Das, was die hier machen wollen, das sind ja alles Überwachung der Arbeitnehmer, und warum sie überwachen und das noch extra so sagen, das soll zwar deren Sicherheit dienen, aber in erster Linie sind das, was die Arbeitnehmer da angeblich ja machen, was die damit rauskriegen wollen, ja Arbeitspflichtenverstöße. Denn natürlich gehört es zur Arbeitspflicht des Mitarbeiters, sich anzuschnallen, an Stoppschildern zu halten und so weiter und so fort. Und trotzdem ist es in Deutschland so, dass zur Überwachung solcher Situationen Videoaufzeichnungen permanent nicht zulässig sind. Wann darf in Deutschland der Arbeitgeber nach derzeitigem Stand überwachen? Er darf überwachen in konkreten Verdachtssituationen, aber nicht Verdachtssituationen, dass der Arbeitnehmer sich vielleicht nicht an die Vorschriften hält. Diesen Verdacht hat jeder Chef, immer. Ja? Das ist normal. Kein Arbeitnehmer hält sich ständig an alle Vorgaben. Das gibt es nicht. Ja, das wäre eine Maschine. Und wir wissen ja, das ist ja auch der heimliche Traum
dieser Arbeitgeber, dass sowas künftig von KI gemacht wird und dass da gar keine Menschen mehr sind. Ja? Aber solange Menschen da sind, gilt in Deutschland das Arbeitsrecht. Die Maschinen sind da nicht angestellt, ja? Aber für die Menschen gilt das Arbeitsrecht. Und da geht es in Deutschland nur, wenn der Arbeitgeber den Verdacht einer wirklichen groben Verstoßes, Pflichtenverstoßes hat, und zwar einen konkreten Verdacht. Das heißt, er müsste zum Beispiel denken, der Arbeitnehmer beklaut mich, der müsste da konkrete Anhaltspunkte haben, oder der Arbeitnehmer betrügt mich. Und in diesem Fall wäre dann, wenn es kein milderes Mittel gibt, für eine bestimmte Zeit so eine Überwachung im Einzelfall, also eines Arbeitnehmers, zulässig, aber auf keinen Fall standardmäßig. Wann dürfen Arbeitgeber in Deutschland standardmäßig überwachen? Gibt es auch Fälle, aber sie müssen einen ganz großen anderen Grund haben. Ich sage mal, der Standardgrund ist einfach der, in einer gefährlichen Gegend, im Bahnhof zum Beispiel, wo viele Straftaten passieren oder sonstige Sicherheitsbestimmungen einzuhalten sind. Ja? Dort wird, nehmen wir erstmal den Bahnhof oben am Gleis, dort wird zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das praktisch so ist, aber wäre sinnvoll, ja, da wird eine Kamera ausgerichtet auf die Bahnsteigkante, damit der Zugführer sehen kann, wenn er losfährt, und vielleicht auch der das Signal schaltet, ob da noch einer in der Tür steht, als Beispiel, oder ob die Türen alle geschlossen sind. So, diese Kamera würde ja, ihr wisst ja, der Schaffner springt ja mal zuletzt rein. Ich fahre selten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aber so viel kann ich mich erinnern. Er springt ja meistens so am Ende noch rein, würde die Kamera ja auf jeden Fall den Schaffner dann immer schön erfassen. Hier geht es aber dem Arbeitgeber vorrangig um die Sicherheit zum Beispiel der Fahrgäste und des Bahnverkehrs, und dass der Schaffner erfasst wird, ist nur eine Nebenfolge. Wenn hier der Arbeitgeber das Ganze nicht dauerhaft aufzeichnet, sondern es nur zur Kontrolle benutzt oder für bestimmte Situationen kurz zwischenspeichert, dann würde es vermutlich gehen. Genauso in bestimmten Bereichen, jetzt gehen wir mal am Bahnhof weiter runter, im Bereich des Fahrkartenschalters, wo die Kassen sind, wo halt vielleicht öfter Überfälle stattfinden, wenn dort der Arbeitgeber das aufzeichnet und vielleicht ein, zwei Tage für mögliche Beweiserhebung speichert und danach wieder löscht. Auch hier hätte natürlich der Betriebsrat jeweils mitzubestimmen, aber wenn hier der Eingriff, weil dort nun auch automatisch natürlich mit auf den Videos, die am Schalter die Schalterbeamten oder die Schaltermitarbeiter sind, die also auch mit aufgenommen werden als Nebenfolge. Ja, in diesen Fällen wäre aber das unter bestimmten engen Voraussetzungen möglicherweise, bin ich jetzt mal ganz vorsichtig, zulässig. Ja, das sind so typische Fälle, wie das in Deutschland geht. Und klipp und klar, das andere, was Amazon in USA gerade plant, würde in Deutschland absolut unzulässig sein. Der Arbeitgeber würde erstens die Beweise nicht erheben dürfen und damit auch vor Gericht nicht verwerten können, selbst wenn er da jetzt was feststellt. Außerdem würde er sich könnte der Arbeitnehmer Unterlassung verlangen vom Arbeitgeber, und zum Dritten würde sich der Arbeitgeber außerdem wegen Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Arbeitnehmer diesen gegenüber Schadensersatz pflichtig machen. Ja? Und wir reden jetzt noch nicht mal vom Datenschutz. Ihr wisst, das ist auch eine schwere Keule. Auch da würde vermutlich der Arbeitgeber gegen den Datenschutz verstoßen, und auch hier würden ihm noch heftige Bußgelder seitens der zuständigen Datenschutzbehörden drohen. Und die langen ja, da habe ich ja hier öfter schon darauf hingewiesen, langen ja mittlerweile zu, sodass auch meine historisch, wer schon länger hier Zuschauer ist, der weiß, dass etwas legere Haltung zum Datenschutz hier nicht mehr zu rechtfertigen ist. Und ich rüste auch auf, wir haben jetzt einen Kollegen hier, der sich mit Datenschutz sehr gut auskennt. Wir bieten das jetzt für Arbeitgeber und Arbeitnehmer auch in dem Bereich standardmäßig an. Und ihr merkt auch bei mir, ich muss mich ja der Realität beugen, ich bin mittlerweile auch neben dem Datenschutz jetzt notgedrungen ernster. Ja, ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Datenschutz auch gute Dinge verhindern kann, aber es ist ja nicht meine Aufgabe, sich hier gegen die Entwicklung zu stellen. Ja? Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich bleibe weiter dran an den aktuellen Entwicklungen und der arbeitsrechtlichen Einordnung. Und wenn ihr selbst irgendwie am Arbeitsplatz überwacht werdet, gerade jetzt im Zusammenhang Homeoffice, Corona, schreibt es in die Kommentare, schreibt mir Fälle rein. Ich hatte sehr, sehr viel Pressegeschichten in der letzten Zeit. Ihr habt gemerkt, hier im Kanal ab und zu haben wir nichts Aktuelles schicken können, weil ich so viele Anfragen hatte. Also da bleibe ich auch dran. Ja, da gibt es auch mittlerweile einen Vortrag von mir zu. Bitte schreibt mir eure
Praxiserfahrung in die Kommentare. Tschüss.